In diesem Video geht es um die Geschichte Afghanistans. Eine Geschichte, die geprägt ist von Kriegen, von Auseinandersetzungen, von Zerstörung. Man blickt in, ja, kann man schon sagen, eine andere Welt. In meiner Welt ist alles kalt. Länder machen Krieg und handeln mit Gewalt. Wo ist die Einigkeit? Das Recht und die Freiheit, da täglich sterben Menschen, sie kämpfen um ihre Freiheit. Sie haben Geld für Kriege, können die Armen aber nicht ernähren. Doch die Hilfe, sie bleibt so weit entfernt. Du fühlst dich besser mit Geld auf der Bank, aber all das Geld machen Menschen nur krank. Was bringt dir all das Geld? Die Autos und dein Haus, wenn dein Land Krieg macht und du wachst nicht mehr auf. Und das Schlimmste ist, der Staat nimmt's in Kauf. Ein Bitte an die Menschen, bitte wacht endlich auf. Es ist nicht zu spät, egal ob schwarz oder weiß, arm oder reich. Wir verändern die Zeit, lass uns nicht alleine sein. Ab heute sind wir eins, nie wieder schweigen. Ab heute sind wir eins. Der Nahostkonflikt zwischen Israel und den Palästinensern hinterlässt tiefe Spuren und Wunden. Nicht nur äußerlich, sondern auch seelisch. Wir drehen dieses Video hier am 12. Oktober 2023. Anlass ist der Angriff, den die Terrororganisation Hamas gegen Israel gestartet hat. Ohne Vorwarnung wurden Städte bombardiert, Soldaten rekrutiert und das Volk wurde zu spät informiert. Heißt es wirklich Menschenrechte oder eher das Recht auf Menschen? Scheiß auf den Staat und auf ihre Gesetze. Ein Mensch ist nichts wert ohne politische Macht. Menschen sind am Weinen, die Regierung, die lacht. Die Welt ist kaputt, was haben wir gemacht? Jetzt kommen wir wieder zu den Fakten. Sie unterstützen Krieg mit dem Verkauf von Waffen. Schaut man so einen Krieg? Ich glaub das nicht, wie man Menschen jegliche Hoffnung nimmt. In mir kocht immer mehr die Wut. Anstatt je zu helfen, machen wir die Augen zu. Lieber sterben wie ein Mann, statt leben wie ein Feigling. Lass uns eins sein und viele Menschen das Leid nehmen. Ich schaue aber auch auf den Krieg in der Ukraine, denn ein Raketenangriff der russischen Armee hat in einem Vorort von Kharkiv mindestens 6 Menschen getötet und 14 verletzt. Der ukrainische 18 Jahre nach Ende des Balkankrieges wurde das bisher größte Massengrab in Bosnien-Herzegowina gefunden. Nahe der Stadt Prijedor wurden in einem Bergwald bisher über 340 Leichen bzw. Leichenreste exhumiert. Es dürfte sich um von bosnischen Serben handeln.